unterwegs, wie bereits erwähnt, im Ford Focus RS. Wir sind ein bisschen auf der Autobahn, wir sind ein bisschen, beziehungsweise ich bin ein bisschen Zeiten fahren, ein bisschen messen, ein bisschen gucken. Ja, Teil 1 kam schon richtig gut an, freut mich, bin echt gespannt, wie es da weitergeht, was da noch alles kommt. Ich freue mich auf die bisherig netten Kommentare, freue mich, dass ihr da so zahlreich dabei seid. Ja, jetzt sind wir gerade unterwegs auf der A81 Richtung Singen, allerdings ist der Verkehr ja leider doch relativ voll, aber wir haben ja auch Osterwochenende, das heißt, viele werden wahrscheinlich zu ihren Lieben fahren, zu ihren Bekannten, da wird man wahrscheinlich nicht viel fahren können. Ja. Dennis, vielen Dank für deinen Kommentar, freut mich, dass es dir gefällt, wie schon gesagt, hier Teil 2, hier leider nur ein bisschen Zeiten messen, ein bisschen Auspuff-Sound, ein bisschen Soundfall, wenn es die Zeit zulässt, beziehungsweise wenn es der Verkehr zulässt, ja, momentan leider ein bisschen schwierig. Ich wollte eigentlich mal gucken, eine 100-200er Zeit, aber wie schon gesagt, ja, geht relativ schwer. Wir haben bei dem Auto 4 Fahrmodis, wir haben einmal den Fahrmodi Normal, bloß so vielleicht mal als Hinweis, wir haben den Fahrmodi Sport, wir haben den Fahrmodi Race, beziehungsweise Rennstrecke, und wir haben den Drift-Mode, sogenannten, ja, eine Unterstützung, dass es beim Driften einfacher geht, will ich jetzt mal sagen. Einfacher ist auch mal relativ, aber halt, ja. Den wird man natürlich nicht ausprobieren. Das überlassen wir natürlich dem Kunde, das auszuprobieren. Ja, aber wie schon gesagt, also ich bin positiv überrascht, ja. Also wenn ich jetzt nochmal irgendwie ein Auto suchen würde, jemand fragen würde, hey du, ich suche was Kompaktes, Sportliches, sagen die meisten dann gleich Golf, also Golf R oder so, da würde ich sagen, der hier ist wirklich, das ist schon richtig, richtig gut am Gas und es macht wirklich richtig Laune. Das ist unfassbar, was Ford da gemacht hat. Das ist auch der Sound hinten richtig schön. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass ihr euer Osterwochenende genießt. Vielleicht hat der eine oder andere von euch Urlaub. Natürlich fleißig Urlaub genießen, ist natürlich auch schön. Selbstständig ist es leider nicht so einfach. Die Leute sehen zwar immer nur das Drumherum, das Arbeiten und hier und da, aber das ist das Ganze nebenher, Buchhaltung, Sachen, Steuerberater, das ganze volle Fans, Rechnungen schreiben, Teile bestellen und wenn man alleine ist, dann ist das manchmal schon relativ schwierig und auch nicht immer ganz einfach, aber ich habe es mir so ausgesucht. Ich habe meinen Spaß daran und von dem her ist alles gut. Übrigens, Dirk, kurz für dich, Fuelkarte Fender ist verbaut. Dein Aristo macht jetzt auf jeden Fall Ladedruck. Thema Undichtigkeit oder was da der Fall ist bezüglich den Turbolader, vielleicht auch Wastegates, mache ich mich nachher nochmal dran und gebe dir Bescheid. Das war zurück schon ein Überschwinger, weil der aufwartet und auch einer der fleißigen YouTuber ist, der zuschaut. Dafür danke ich dir. Jo. Jetzt kommen wir zurück zum Ford Focus RS, auch wenn es dich aufregt. Nein, Spaß. Ja, jetzt fahren wir gerade schon von der Autobahn runter, weil der Verkehr doch relativ arg ist. Da kommt zwar dann wahrscheinlich gleich wieder die Heide, wenn ich auf der Landstraße teste, aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Mal schauen. Auf der Strecke hat es eine relativ lange Gerade, auf der müsste es eigentlich klappen, aber wie schon gesagt, wir haben relativ viel Verkehr heute, aber das ist
mal auch der ganzen Thematik geschuldet, dass wir Osterfeiertage haben. Das ist, ja, ist halt wie es ist. Aber die Sitze sind richtig bequem. Ich dachte eigentlich erst, weiß nicht, weil ich bin ja doch etwas breiter. Aber die Sitze sind richtig, richtig bequem. Dann suchen wir nachher noch eine schöne Location, dass wir hier noch ein paar Fotos machen können. Von innen, von außen, vorne, hinten, seitlich, dass ihr da einfach ein bisschen was seht. Und dann sehen wir mal weiter. Die Felgen liegen übrigens im Kofferraum, beziehungsweise eine Felge. Die OZ in schwarz matt, mega, richtig, richtig schön, passt richtig gut zu dem Auto. Da kann man nur wieder sagen, der Kunde hat Geschmack. Chris, Geschmack, nein, alles gut. Leider fehlt Nebensitzer Mario, aber der kommt dann am Dienstag dazu. Das habe ich ja schon mal erwähnt, der macht 4 Tage Urlaub, den hat er sich auch verdient. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen, nochmal auf Seite von den Schwabencheckern von Mario und Stefan oder auf Mario seiner neuen Firmenseite KFact Performance mit der Nano-Keramik Lackveredelung für Supersportwagen und Oldtimer, also quasi ein bisschen spezialisiert. Er macht natürlich auch alles, aber spezialisiert darauf. So, jetzt wollen wir gerade mal gucken, rein theoretisch würde es die Strecke zulassen. Seite. So. Zugeben, ich habe bis jetzt nicht arg viel Negatives, ja, eigentlich fast gar nichts. Klar, man könnte jetzt hier ein bisschen über die Verarbeitung und über das Plastik diskutieren, das ist halt alles ein bisschen nicht so wertig, sage ich mal ganz vorsichtig, beziehungsweise sieht ein bisschen, das ist meine Meinung, ja, andere haben andere Meinungen, es sieht ein bisschen so, ja, billig kann man jetzt nicht sagen, das ist halt ein bisschen, ja, es ist ein Ford. Also man weiß, man sitzt in einem Ford. Ja, wenn ich jetzt die Sitze rausmache, das Lenkrad rausmache, dann wüsste ich trotzdem, ich sitze in einem Ford Focus. Das ist halt so ein bisschen, ja, schön gesagt, das, ja, es ist, wie es ist, sagen wir mal ganz vorsichtig. Ja, ich will jetzt hier auch nicht irgendwas schlecht reden, weil das Auto hat für mich nur, bis jetzt nur Positives, sondern nur Gutes. Und macht auch richtig Spaß zu fahren, also da bin ich wirklich ehrlich. Ich meine, ich bin viel gewöhnt, ich fahre viele schöne Kundenautos, ich fahre ja, von BMW bis Porsche bis AMG Modelle, alles, ja, und ich muss echt sagen, ich bin positiv überrascht von dem Auto, also ist echt nicht schlecht.
würde ich sagen, ab nach hinten, bis gleich, ciao. Die Kamera hinten dran, das ist wirklich schon beachtlich. Ich meine, man hört es euch ja drinnen schon beim Schalten. Also das haben sie wirklich richtig, richtig gut gemacht. Also da können sich einige eine Scheibe abschneiden. Ich meine, ich finde zum Beispiel einen A45 auch nicht schlecht vom Klang her, aber dieses Batschen ist hier einfach ein bisschen, ist einfach anders, es ist besser, es fühlt sich oder es hört sich besser an, also es ist wirklich gelungen. Ich weiß, ich wiederhole mich gerade 27 Mal, aber ich bin echt positiv überrascht, was Ford da
hingestellt hat. Also das ist wirklich, da haben sie meinen größten Respekt. Ja, ich bin sehr autoaffin, ich liebe Autos, aber das ist schon, also das ist, das ist schon richtig gut, ja. Jetzt wieder totlachen. Das ist mega. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Chris, da hast du was Feines gekauft. Und ich mach dir was noch Feineres daraus. So schön war, machen wir mal ein bisschen Sound, würde ich sagen. Bis gleich. Ciao. Leider, weil die Autobahn relativ voll war, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Jetzt mal probieren, ich bin gespannt. Ich muss euch nachher die Serienangaben einfügen, weil ich zur Serienangabe mich noch gar nicht informiert habe, was 100, 200 machbar ist. Aber wie schon gesagt, jetzt gucken wir mal, was da geht. Wir kommen jetzt aus 60, wir haben die Straße ist soweit frei. Wir kommen jetzt aus 50, jetzt voll durch. Jetzt noch ein bisschen, kann euch natürlich nicht immer mitnehmen, sonst schauen wir nachher 2 Stunden Video, das wollt ihr nicht, das will ich nicht. Ich messe jetzt noch ein bisschen, mache euch nachher noch mal ein paar Bilder vom Fahrzeug und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video am Dienstag zusammen mit Mario. Ja, wie gesagt, ich messe jetzt noch ein bisschen, fahre den Tank voll leer, weil Kunde hat zwar getankt, aber super plus. Wir werden mit dem Fahrzeug 102 fahren, also Ultimate, ist ganz klar. 98 ist hier für das, was der Kunde will, nicht wirklich geeignet, weil mit den ganzen Upgrades, die verbaut werden, macht es Sinn, das Fahrzeug auf 102 abzustimmen. Klopfgrenzentechnisch ist einfach noch ein bisschen mehr machbar, wie wenn man ihn auf Super Plus lässt. Viele sagen immer, nö, das bringt nichts, nee, hier. Es ist definitiv gelogen, also es ist definitiv ganz klar so. Wenn man ans Limit geht mit der Hardware und mit der Software, dann ist es auf jeden Fall Pflicht,
einen 102er zu tanken, um auch wirklich das Maximale oder das Maximalste aus dem Fahrzeug zu holen, was man haben möchte. Das ist hier der Fall. Ja? Also der Kunde möchte haltbar, Maximum, was geht. Und das soll er bekommen. Deswegen Abstimmung auf Ultimate 102. Und ja, so machen wir das jetzt. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Ostersonntag und Ostermontag, also schöne Feiertage mit eurer Familie, euren Lieben. Und jetzt verabschiede ich mich noch mit ein paar Bilder vom Fahrzeug. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vergesst abonnieren nicht, vergesst das Liken nicht. Ciao.